Bereit, ein bisschen herumzuschnüffeln? Ich bin zuversichtlich, dass wir diese schwer zu findenden Beweise ausfindig machen können. Doch dafür braucht es etwas Gaunerei. Einen Einbruch, um genau zu sein. Bereit für die Einzelheiten? Baroni vermutet, dass jemand Teile der Aufzeichnungen der Stadt zerstört hat. Doch wenn ich bei meinen Studien von Dwemer-Ruinen etwas gelernt habe, dann ist es, dass niemals etwas endgültig zerstört wird. Man muss nur am richtigen Ort suchen. Hier, dieser Ort ist das Dispositorium Documatis. Uns ist es unmöglich, ins Dispositorium hineinzuschleichen, aber Sotaseels Uhrwerkautomaten betreten und verlassen das Gebäude ununterbrochen. Ich habe einen Weg entdeckt, einen dieser Automaten zu kontrollieren. Eine Maschine, die Skevomat genannt wird. Ich bin sicher, ihr seid angemessen beeindruckt. Nein, ihr werdet das. Ich hingegen biete technische Unterstützung und halte die Augen nach neugierigen Zuschauern offen. Mechanischen wie organischen. Geht zum Dispositorium. Ich treffe euch dort später, sobald ich alles mit unserer neuen Bürgin ausgemacht habe. Falls ihr Fragen habt, solltet ihr sie jetzt stellen. Sobald wir erst einmal mit unserer Ermittlung begonnen haben, wird uns kaum noch Zeit zum Trödeln bleiben. Wie Varuni sagte, erzeugt alles hier eine Aufzeichnung. So wie ich das verstanden habe, laufen diese Aufzeichnungen ständig durch das Dispositorium Documatis. Wenn ihr das sagt, klingt das tatsächlich schier unmachbar. Es stimmt, die Beweise, die wir suchen, treiben hier durch unermesslich weite Ozeane an Informationen. Zum Glück scheinen diese Skevomaten sehr kompetent zu sein, was das Sortieren und Analysieren betrifft. Ich schätze, wir werden es einfach herausfinden müssen. Ich habe den Skevomaten mit einer Reihe von Schlüsselwörtern und Suchkonzepten versehen, damit er irrelevante Dokumente leichter aussortieren kann. Habt ein wenig Vertrauen. Ich habe schon Informationen aus Klanggewölben und Dwemer-Planetarien gewonnen. Mich durch ein Stadtarchiv zu wühlen, verblasst neben solchen Leistungen ein wenig. Ehrlich gesagt unterscheiden sie sich gar nicht so sehr von den Dwemer-Geräten, an denen ich üblicherweise herumtüftle. Sotaseel hat eindeutig viel von den Dwemern gelernt. Sie benutzen zugegebenermaßen eine unvertraute Klangvariante, aber die grundlegenden Prinzipien bleiben dieselben. Wir werden ein sehr simples Steuergerät einsetzen. Wie erkläre ich das nur? Die Skevomaten senden und empfangen ständig Signale von anderen Uhrwerkautomaten. Dieses Gerät erlaubt es uns, den ganzen Lärm abzudämpfen, damit unsere Stimmen das Einzige sind, was das Skevomat noch hört. Wie gesagt, diese befleckten Ausschussteile in den Elendsvierteln sind für euch irrelevant. Es gibt eigens die Konstablerei, um sie genau im Auge zu behalten. Ja, dieser Konstabler Baldan macht tolle Arbeit. Trotzdem kommen viel zu viele Befleckte und Exodromale in die Basilika. Und was ist mit den Gerüchten über schwarz berobte Gestalten an den Rändern des Radius? Ehrlich, Diva, kümmert euch um die Kessel, hm? Ich würde nie zulassen, dass befleckte oder exodromale oder berobte Geister unsere Arbeit stören. Glaubt mir.
Ich gehe erst, wenn ihr mich zum Portal bringt. Es gibt kein Portal. Habt ihr schon gehört, dass Talik versuchte, ein Portal ins Reich des Vergessens zu öffnen? Da seid ihr ja. Ich habe das Gerät vorbereitet. Alles ist soweit. Seid ihr dafür gewappnet, durch die Augen eines Uhrwerkautomaten zu sehen? Brillant! Aktiviert einfach den Skivomaten und platziert ihn in der Wartungssphäre. Dann gebe ich euch neue Instruktionen. Ausgezeichnet. Wir haben ein starkes Signal. Suchen wir jetzt Varunis Beweise. Wartet. Ja. Nach rechts, dann nach links. Das zentrale Lager ist wohl auf einem anderen Stockwerk. Eine Menge Interferenzen. Geht vorsichtig weiter. Wir dürfen den Datensammler des Skivomaten nicht beschädigen. Hervorragende Arbeit. Dieses Gitter sollte zum zentralen Lager führen. Und unseren Beweis. Dieses Lager sollte Sicherheitsdokumente und Unterlagen enthalten. Sucht überall. Wenn ihr etwas findet, fertigt ihr mit dem Skivomaten eine Fernkopie an.
Das ist es. Schnell, Assistent. Lenkt den Skevomaten zum Ausgang. Dort untersuchen wir die Beweise. In Ordnung. Lasst mich einmal sehen, was ihr gefunden habt. Ja, ich glaube, diese Aufzeichnungen passen zu den Zeitpunkten der Vermisstenfälle. Da ist noch mehr. Seht hier, die letzte Person, die auf diese Aufzeichnung zugegriffen hat, war ein gewisser Baal 167. Bestenfalls Indizien. Wir könnten schon eine Spur haben. Ich teilte Varunis Sorgen Kiret mit, kurz nachdem ihr die Basilika verlassen hattet. Sie bestand darauf, der Sache selbst nachzugehen. Sie nannte Konstabler Baldan als verdächtige Person. Seine Amtsstube sollte südwestlich von hier sein. Da seid ihr ja. Seid ihr fertig mit Neramos Aufziehspielzeug? Ich glaube, ich bin da etwas auf der Spur. Ich habe mich ein wenig umgehört. Man munkelt, dass Konstabler Baldan für jeden wirkt, wenn derjenige nur ordentlich zahlen kann. Wohin sie verschwinden, nachdem er ihnen das Gold abgenommen hat? Das weiß niemand so genau. Zum Glück sind wir hier, um das mal zu klären. Hier, nehmt diesen Erinnerungsstein. Ich habe das Gebäude erkundet. Jemand hat die Tür zu Baldans Lagerkammer offen gelassen. Sie sollte einen idealen Blick auf sein Büro bieten. Klettert da hoch und wartet ab. Sobald ich das Bestechungsgeld anbiete, zeichnet ihr das Gespräch mit dem Erinnerungsstein auf. Dann haben wir ihn. In Ordnung, Baldan. Ich habe euer Gold. Könnt ihr für mich bürgen? Oh, euer Angebot nehme ich an. Aber bürgen? Das kann man nur für die Lebenden, befleckter Abschaum. Die Lebenden? Was? Tut es. Nun, worauf wartet ihr noch? Sammelt das Gold ein und werft sie zu den anderen. Niemand soll unseren jüngsten Besuch finden. Da seid ihr! Neramo meinte, ihr wärt hier irgendwo. Habt ihr Kiret gesehen? Ist sie bei euch? Sie haben was? Wie konnte sie? Wir müssen sie retten. Ihr habt keine Ahnung, wohin man sie gebracht haben könnte, oder? Ja, natürlich. Ich werde Hilfe holen. Vielleicht könnte ich sogar eine Art Klangaufspürer zusammenzimmern. Ach, nicht genug Zeit.
Was würde Kire tun? Sie würde ermitteln. Ja, sprecht mit den Bewohnern von Schlackenstadt. Sie wissen so gut wie alles über diesen Ort. Ich hole die anderen. Ihr sputet euch nach Schlackenstadt. So nennen die Einheimischen die Elendsviertel in der Nordostecke der Feste. Ich muss zugeben, ich war überrascht, derartige Behausungen in Sotasils heiliger Stadt vorzufinden. Doch andererseits war hier praktisch alles eine Überraschung. Euch die Knöchel und geht weiter, Grünferse. Diese hat euch nichts zu sagen. Ihr Außenseiter seid doch alle gleich. Drängelt euch in der Schlange vor, schnappt uns das Bergungsgut weg, grinst dumm und spielt euch auf. Ihr seid nicht besser als wir. Und schon habt ihr bewiesen, dass ich recht habe. Immer nur Ärger, immer nur Gewalt. Und die arme Saiber steckt mittendrin. Verfaucht sollt ihr sein! Baldan hat eure Freundin wahrscheinlich ins Fundament geworfen. Das Labyrinth unter der Stadt. Wenn ihr ihr nachgeht, wird keiner von euch beiden lebend wieder rauskommen. Ich habe Arbeit für jemanden, der nichts dagegen hat, nasse Füße zu kriegen. Fähige Kombattanten für gefährliche Arbeit gesucht. Bitte antworten. Ich weiß einfach nicht. Ich hatte mir die Stadt der Uhrwerke immer gastfreundlicher vorgestellt. Hier braucht es kein Schmierfett namens Luxus, um seine Sequenz zu finden. Aber habt ihr es denn nie satt? Den Ölgeruch oder die Schleimsuppe? Euer Geist muss ein Zahnrad werden. Eine einzige Konstante, die sich perfekt reguliert. Macht euch durch solche Gedanken nicht den Geist rostig. Das stimmt, schätze ich. Man heult nicht über vergossene Milch. Milch. Ich habe viele Funktionen, um euch bei euren Einkäufen zu helfen. Könnt ihr es reparieren? Es ist nicht kaputt, es folgt genau seinen ursprünglichen Protokollen. Ich brauche kein Wachfaktotum, ich brauche einen Verkäufer. Da kann ich nicht viel tun. Und wenn ich euch etwas Geld für die Forschung anbiete? Vielleicht kann ich da doch etwas tun. Tja!
Haben sie euch auch hier reingeworfen? Ich wusste, ich kann nicht die Einzige sein, die so von Konstabler Baldan überrumpelt wurde. Ihr habt recht, das sollten wir. Und das könnte ich. Aber noch nicht. Ich habe ein anderes Opfer von Baldan getroffen. Ein Khajiit namens Lankin. Er hat sich hier unten eingerichtet, aber er ist kein Krieger. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn hier raushole. Leider wurden wir getrennt. Das ist die richtige Einstellung. Ich habe es geschafft, dieses Schwert aus einer Leiche in der Nähe zu ziehen. Viel ist es nicht, aber für diese Faktoten braucht man keine scharfe Klinge. Nur einen kräftigen Schwung und viel Geduld. Seid ihr bereit? Setzen wir uns in... Sei Dank. Die Leiche ist viel zu alt. Suchen wir weiter. Leeres Lager. Verdammt, er muss hier irgendwo sein. Echt jetzt?
könnte meinen, sie würden uns einfach in Ruhe lassen. Jemand hat gekocht. Vor kurzem. Wir sind dicht dran. Wir bringen euch hier raus. Freundin Kiret, helle Monde, lasst uns diesen mistigen Ort verlassen. Kiret, den Göttern sei Dank. Ihr habt doch wohl nichts Interessantes hier unten gefunden? Genug. Schön, dass ihr nicht gelogen habt, Rainor Varnus. Dieser Bastard Baldan warf mich ins Fundament. Lächerlich. Ich habe diese Frau meinen Lebtag noch nicht gesehen. Lügner, diesen warfst du auch hinein. Dieser Rainor Varnus hat ein paar kühne Behauptungen aufgestellt. Falls ihr Beweise für die Verbrechen von Konstabler Baldan habt, würde ich vorschlagen, dass ihr sie vorlegt. Ihr seid einfallsreicher, als ihr ausseht. Da wundert es einen nicht, dass die Weid sich euch als Gefährten ausgesucht hat. Zed weiß, dass er die Hilfe brauchen kann. Ich werde Baldan bewachen lassen, bis ich die Gelegenheit hatte, mir die Beweise anzuschauen. Und was euch angeht,
Ihr könnt gehen. Luciana, ich würde dem Konstabler nach unserer Rückkehr in die Basilika gern ein paar Fragen stellen. Macht euch keine Gedanken, Varoni. Ihr wisst, wie überzeugend ich sein kann. Das tue ich und das macht mir Sorgen. Tut euer Schlimmstes, dünnbeinige Vettel. Seht, stehe euch bei, wenn sie das tut, Konstabler. Nehmt es! Nehmt es! Die Dreistigkeit dieses Elfen! Leute mit dem Knüppel umzuhauen und sie wie Abfall in die Kanalisation zu werfen! Diese Apostel springen besser nicht zu gnädig mit ihm um. Propst Varuni scheint dringend mit euch sprechen zu wollen. Also nur zu. Bin das nur ich oder ist es hier unten gerade wesentlich unwirtlicher geworden? Ich spreche am besten einmal mit Varuni, bevor sie und Luciana so richtig aneinander geraten. Dieser Narr hat keine Ahnung, was ihn erwartet. Durch Fehler wird man klug, schätze ich. Oh, ganz sicher. Baldan kann all das nicht alleine auf die Beine gestellt haben. Aufzeichnungen löschen? Zugriff auf verwahrloste Teile des Fundaments? Das sind nicht die Taten eines einfachen Mäher. Jemand muss ihm geholfen haben. Jetzt geht es nur noch darum, herauszufinden, wer das war. Das wird er. Auf die eine oder auf die andere Art. Für den Augenblick feiern wir erst einmal eure Leistung. Ihr habt Initiative, Kreativität und Tapferkeit gezeigt. Samt und Sonders Qualitäten, die zu einem Diener stets passen. Ihr sollt meine Bürgschaft haben. Natürlich. Jeder von ihnen hat eine Rolle bei eurem Erfolg gespielt. Und jeder von ihnen soll einen Teil der Belohnung haben. Geht und sprecht mit dem Uhrwerkregistrar in der Registratur. Er wird euren Namen in die Kodizes eintragen. Und damit seid ihr einer von uns. Wiederum habt ihr meinen Dank. Das werdet ihr bereuen. Denkt an mich, Aufseherin. Das werdet ihr bereuen. Das bezweifle ich. Schafft dieses befleckte Stück Schrott hier weg. Viel Spaß im Gefängnis, ihr Skeva. Ah, ich komme gerade rechtzeitig. Gut gemacht, Assistent. Ein kleiner Ausflug zum Uhrwerkregistrar und schon sind wir vollwertige Bürger der Messingfeste. Thank you.
Dem Wort nach ziehe ich die Räder auf. Bitte nennt euer Anliegen oder geht eures Weges. Willkommen, möglicher Einwohner. Bitte nennt euren Geburtsnamen und im Anschluss den Namen eures Bürgen. Träume. Fackelkäfer. Umgedrehter Krug. Bürgschaft bestätigt und archiviert. Das Licht des Wissens, Sotaseel, heißt euch in der Messingfeste willkommen. Geht hin und erschaffet. Nun, das hat sich ja alles bestens gefügt. Wo die eine Reise endet, beginnt die andere. Ich kann mir vorstellen, dass es hier in Sotaseels Stadt der Uhrwerke noch sehr viel mehr zu entdecken gibt. Nun kann ich endlich ernsthaft mit meiner Erforschung beginnen. Da wir uns jetzt unsere Bürgerschaft verdient haben, kann ich Ausgrabungsgenehmigungen und Antiquitätentransportscheine beantragen. Oh je, wenn ich so darüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich vielleicht doch noch nicht gleich loslegen kann. Sie haben sich als nützlich erwiesen. Reinurs Theorien erfordern zwar noch ein wenig Arbeit und Kirets Weigerung, auf die Stimme der Vernunft zu hören, hat mich schon beunruhigt. Aber alles in allem zufriedenstellend. Solange Sie meiner Führung folgen, werde ich mich vielleicht auch in Zukunft wieder Ihrer bedienen. Ich schätze eure Dienstbarkeit und Kollegialität, Assistent. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Anerkennung. Wenn ich die Bürokratie richtig verstanden habe, könnte ich eine Weile hier in der Messingfeste sein. Ihr könnt mich gerne aufsuchen, wenn ihr meine Unterstützung braucht. Da seid ihr ja. Gut, wir haben viel zu besprechen. Die Weit für? Hier? Es ist mir ein echtes Vergnügen. Das kann ich mir vorstellen. Und nun geht eurer Wege. Ja, nun, wir sehen uns, Assistent. Guten Tag, Fürst Für. Kommt, wir müssen uns unterhalten. Ihr gehört nun also zu den Bürgern. Gut gemacht. Ich hörte etwas von einem Konstabler, der Leute in die Kanalisation hinabwirft. Selbst in diesem Schrein des Wissens gelangen irgendwie sabbernde Idioten an die Macht. Lächerlich. Lassen wir das hinter uns. Ich benötige einmal mehr eure Dienste. Es ist Sotaseel. Kurz nachdem wir beide uns getrennt hatten, suchte ich ihn auf und sprach über unser dädrisches Artefakt. Ich fürchte, etwas Verrücktes geht hier vor sich. Sein Verhalten, seine Sprache, die Höhe seiner Stimme. Alles hat sich verändert, wenn auch nur nahezu unmerklich. Noch schlimmer. Anfangs hielt ich es nur für Langeweile, Müdigkeit oder sogar die ersten Anzeichen für Senilität. Doch nachdem ich es jetzt eine Weile miterleben durfte, kann ich es mit Gewissheit sagen. Das ist nicht der Sotaseel, den ich kenne. Das ist ein dädrisches Unheil, und wir werden ihm auf die Schliche kommen. Wir werden eure so mühsam erworbene Bürgerschaft ausnutzen, um ein paar Erkundigungen einzuholen. Zunächst werde ich überall verlautbaren lassen, dass ich euch angesichts eurer jüngsten Leistungen angeboten habe, mein Gehilfe zu werden. Ein Angebot, das ihr begeistert angenommen habt. Als mächtigster Magier in der Messingfeste habe ich so meine Schwierigkeiten, ordentliche Unterhaltungen mit den einfachen Leuten zu führen. Sie verstummen bei meinem Herannahen und geraten ins Tuscheln, sobald ich mich wieder entferne. Eine angemessene, aber wenig Wissen zutage fördernde zur Schaustellung von Unterwürfigkeit. In der Tat, es gilt als Binsenweisheit, dass Diener bei denen, die sie als ihresgleichen erachten, zu lautstarken Beschwerden über ihre Herren neigen.
fragt sie nach Sotasils Verhalten in jüngster Zeit. Ich bin zuversichtlich, dass wir irgendwo in ihrem rüpeligen Murren versteckt etwas von Wert auftun werden. Ihr habt natürlich Fragen. Fragt, was ihr fragen müsst. Die Kräfte, die hier am Werk sind, sind wahrlich listenreich. Ihr solltet auf alles vorbereitet sein. Er ist unergründlich, aber auch unbeirrbar. Sil wählt jeden seiner leisen Schritte mit Bedacht, einen nach dem anderen. Wie ein Uhrwerk. Ich habe ihn noch kein einziges Mal von seinem Kurs abweichen sehen. Bis jetzt. In der kurzen Zeit, in der wir hier sind, hat er zweimal die Patrouillenrouten in der Stadt geändert und drei Überarbeitungen der Satzung der Feste in Auftrag gegeben. Ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, dass das beispiellose Vorgänge sind. Sotasil greift niemals so plump in einen laufenden Plan ein. Es ist an euch, das herauszufinden. Macht euch nicht die Mühe, mit den Mitgliedern des Kongresses zu sprechen. Varunis Glaube an Sotasil ist unerschütterlich. Kanzler Gascone verachtet jede Bedrohung für den Status quo. Und Luciana? Nun, sagen wir einfach, sie war nicht gerade hilfreich. Luciana verabscheut meine Anwesenheit, doch sie ist keine Närrin. Ich gehe, wohin es mir gefällt, wann es mir gefällt. Eine offene Konfrontation zwischen uns würde wahrscheinlich Hunderte von Opfern fordern. Also macht euch darum keinen Kopf. Sie wird unserer Untersuchung nicht im Weg stehen. Nun, ihr seid ja Varuni begegnet. Sie ist nett, ohne geistlos oder langweilig zu sein. Doch andererseits dreht sich mir bei ihrer kindlichen Treue zu Sotasil der Magen um. Ich finde religiöse Bindungen widerwärtig. Was ich von Luciana halte, ist wohl bekannt. Und was Gascone anbelangt. Gascone dient als Kanzler. Er gebietet Respekt, leidet aber unter der eigentümlichen Charakterschwäche, immerzu Lob zu verlangen. Anbetung gar. Eine traurige Fixation. Er verfügt über große Macht, aber es sind seine kleinlichen Obsessionen, die ihn gefährlich machen. Seid auf der Hut. Hier muss irgendein Irrtum vorliegen. Ich sollte nicht hier sein. Euer Pfad wurde vor euch ausgebreitet, Helfer. Ihr lernt besser, ihn zu beschreiten. Was erzählt ihr für einen Unsinn? Sagt mir einfach nur, wie ich zurückkomme. Das fordere ich. Wahlfreiheiten sind nur Chaos. Forderungen nur die selbstsüchtigen Wünsche derer, die der linearen Bewegung folgen.
Jeder hier ist ja vollkommen verrückt. Ihr seid Fürst Hürs neuester Assistent, was? Könnten wir später reden? Wenn ich diese Lampeninventur nicht fertig kriege, verfüttert Gascone mich an die Mechanoiden. Ja, Gascone muss wissen, wie sehr ich es liebe, Papierkram zu erledigen. Vor ein paar Tagen hat Sota Sil uns angewiesen, alle Lampen hier herauszureißen und mit weniger hellen zu ersetzen. Welchen Sinn soll das denn haben? Wer möchte denn schwächere Lampen? Ein Haufen Faktoten hat sie auf einen Karren geladen und sie irgendwo im mechanischen Fundament ausgekippt. Hey, ich kenne diesen Blick. Wenn ihr umsonst eine Lampe abstauben wollt, könnt ihr euch die Mühe sparen. Gascone hat sie uns alle einschmelzen lassen. Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Die Hälfte der alten Schalter funktioniert nicht zusammen mit den neuen Lampen. Also mussten wir neue Schalter herstellen. Und die Hälfte der Schalter wurde dann falsch herum eingebaut, was bedeutet, dass wir jetzt alles nochmal machen müssen. Selbst die Faktoten wissen nicht, was sie treiben. Und von dem Bau der Lampen will ich gar nicht erst anfangen. Sota Sil hätte mit einem einzigen Fingerzeig die Fabrikatoren so einstellen können, dass sie die neuen Lampen bauen, aber stattdessen hat er verlangt, dass wir das machen. Habt ihr irgendeine Vorstellung, wie komplex die Fabrikatoren sind? Ihr seid also derjenige, der für die Weid den Gehilfen in der Messingfeste spielen darf? Tut mir leid, das zu hören. Die Vorfahren von Propst Varuni stammen aus dem Haus Telvanni, genau wie die von Fürst Für. Aber ehrlich gesagt könnten sie unterschiedlicher gar nicht sein. Nicht so schlecht, wie man es vielleicht erwarten wird. Sie ist jung. Jugend geht mit Ungeduld einher. Doch ich habe mich nie ungerecht beurteilt gefühlt und sie ist großzügig mit ihrem Lob. Ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, ob ich Varuni oder Sota Sil dienen will, würde ich mich jedes Mal für Varuni entscheiden. Im Augenblick mehr denn je. Ich gebe nicht vor, seine Beweggründe zu verstehen, aber derart anspruchsvoll war er noch nie. Ein Beispiel: Er besteht darauf, dass wir alle Lichter herunterdrehen, bevor er einen Raum betritt. Wisst ihr, wie schwierig das ist? Man könnte dabei glatt aus der Haut fahren. Ha, Schalter betätigen, der war gut. Jede Lampe hat ihren eigenen Schalter. Und manche Lampen haben gleich mehrere davon. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, steuern manche Schalter mehrere Lampen. Er ist ein Gott, ich weiß. Aber man sollte doch kein Genie sein müssen, nur um das Licht auszuschalten. Bringt mich gar nicht erst in Fahrt. Varuni verlangt vielleicht mitten in der Nacht nach irgendeinem obskuren Folianten oder Schild jemanden, weil er Öl auf dem Boden hinterlassen hat. Aber schlimmer wird es bei ihr nicht. Sota Sil hat letzte Woche eine Helferin ins Exil geschickt, weil sie vergessen hatte, eine Lampe auszuschalten. Richtig, richtig. Lasst euch nicht aufhalten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie anspruchsvoll die Weid für sein muss. Besser ihr als ich. Haltet eure Nase dicht über den Zahnrädern, dann kann euch nichts geschehen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss los und 2 Dutzend Schalter betätigen. Wieder einmal! Ihr seid also die Weid Fürs neuer Helfer, was? Pech gehabt, mein Freund. Ich habe gehört, er ist ein unerträglicher Bastard. Aber wenigstens ist er nicht Sota Sil. Besser, man wird in einen Guar verwandelt, als dem Gott der Uhrwerke zu dienen. Nicht mehr. Früher auf jeden Fall. Er war leicht zufriedenzustellen, weil er nie da war. Dieser Tage
Jede Nacht ändert er seine Meinung zu etwas anderem. Ständige Sitzungen, täglich neue Vorschriften, Anpassungen an den Faktotenpatrouillen. Es ist ein Albtraum. Vertraut mir, das ist beispiellos. Ich fürchte, irgendetwas stimmt mit seinen Verbesserungen nicht. Als hätte er Schwierigkeiten mit dem Regulieren. Er ist jemand völlig anderes geworden. Ich schwöre es. Bitte erzählt niemandem, dass ich das gesagt habe. Allen voran Gascone. Gotteslästerung kommt heutzutage nicht gut an. Ja, es kommt nie etwas Gutes dabei herum, schlecht von einem Gott zu sprechen. Früher hätte ihn das nicht weiter berührt. Gebt euch euren kleinen Lästereien hin, sagte er immer. Das Feuer des Zweifels macht aus Unwissen Dampf. Doch jetzt nicht mehr. Dieser Ort wird jeden Tag mehr wie Gramfeste. Richtig, ich bin mir sicher, ihr habt für Fürst Für mehr als genug zu tun. Er ist gerade mal ein paar Tage zurück und begräbt euch sicher schon wieder unter Papierkram. Passt auf euch auf, mein Freund. Haben euch die einfachen Bediensteten gut behandelt? Ich vermute, sie haben euch mit Beschwerden in den Ohren gelegen. Was habt ihr erfahren? Nun, das hätte ich euch auch sagen können. Schließlich habe ich euch genau deswegen hierher geschickt. Was für Forderungen? Erläutert das näher. Die Lampen im Lokatorium, ja? Der große Montageraum dort drüben? Die Helfer und Faktoten arbeiten dort schon seit unserer Ankunft Tag und Nacht. Komisch. Was könnten Lichter damit zu tun haben? Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Beeindruckend. Ich war davon ausgegangen, dass ich euch das eigens erklären müsste. Natürlich braucht es dafür eine funktionierende Lampe. Ich schätze, er hat sie vernichten lassen. Sprecht mit eurem Hochelfen. Neramo. Und auch mit dem Dunkelelfen. Wir brauchen eine dieser Lampen. Repariert und einsatzfähig. Tja! Hier muss irgendein Irrtum vorliegen. Ich sollte nicht hier sein. Ah, ich hoffte, euch wiederzusehen, Assistent. Verratet mir doch bitte, was hatte die Weitfür zu sagen? Ich fürchte, er und ich sind uns unter ungünstigen Umständen begegnet. Hat er nach mir gefragt? Hat er eine meiner vielen Errungenschaften erwähnt? Rainer? Das ist doch bestimmt etwas, womit ich auch alleine fertig werde. Wenn ich die Weitfür beeindrucke, könnte das mein Ansehen innerhalb der Gemeinschaft der Dwemer-Gelehrten immens erhöhen. Verratet es mir. Was verlangt Fürst Für von mir? Uns. Er will einfach nur, dass wir eine Lampe bauen? Was für eine merkwürdige Bitte. Sei's drum. Ich biete mein umfangreiches Fachwissen gerne an. Solange ihr die Weitfür auch wissen lasst, dass ich das getan habe. Immer der Reihe nach. Ich muss eine dieser Lampen studieren, die wir nachbauen sollen.
Art Röhrengehäuse. Vielleicht zum Schutz von etwas Gläsernem? Schwierig zu sagen. Irgendeine Art komplexes Filament. Das Gewebe dieser Faser, das ist maschinell gefertigt. Ich sollte mir Notizen machen. Irgendeine Art von Kompressor. Zur Umleitung eines Gases vielleicht? Interessant. Durch die Blenden dort an. Das muss eine Art Modulator sein, der das Wesen des Lichts verändert. Faszinierend. Kompressoren, Filamente, Gehäuse, Modulatoren? Ja, ich glaube, ich begreife, was all diese entsorgten Lampen gemeinsam haben. Im Gegensatz zu anderen Lampen verdichten diese eine Art geodisches Gas in Metallröhren und modulieren das Licht anschließend so, dass eine andere Form der Beleuchtung erzeugt wird, die für die Augen Sterblicher nicht zu sehen ist. Unsichtbares Licht! Bemerkenswert! Die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten sind grenzenlos! Ja! Ich glaube, mit Reinos Unterstützung können wir diese Lampe ohne größere Schwierigkeiten nachbauen. Ihr werdet natürlich aber erst die erforderlichen Teile beschaffen müssen. Diese hier sind alle irreparabel beschädigt. Was genau habt ihr mit diesem Licht vor? Ihr plant was? Oh je. Nun, das klingt wie eine schreckliche Idee. Aber ich werde mich darauf verlassen, dass ihr und Fürst für mich beschützt. Hier ist eine Liste mit den Teilen, die ich brauchen werde. Trefft mich in der Halle der Feinmechanik, sobald ihr sie beschafft habt. Viel Glück.
Sensoren voll kalibriert. Bewusstseinsquote 94%.
Na, da sieht aber wer aus, als wäre er auf der Jagd nach etwas ganz Bestimmtem. Hier seid ihr richtig, mein Freund. Ich habe ein bisschen von allem. Was darf ich euch bringen? Zufälligerweise habe ich gerade erst vor ein paar Tagen welche erstanden. Anscheinend hat jemand die alte Beleuchtung weggeworfen, um Platz für die neue zu machen. Sie sind aber gar nicht mehr so leicht zu kriegen. Wie lautet euer Angebot? Baruni Ave? Nun, das ändert alles. Jeder Freund von Baruni ist auch mein Freund. Nehmt diese Röhre hier, die geht aufs Haus, ja? Lasst Baruni einfach nur wissen, wie hilfreich ich war, in Ordnung? Und dass ich ziemlich gut aussehe und mich auch auszudrücken weiß. Abgemacht? Mit Krähen kann man... Es ist mir eine Freude, mit euch geschehen. Ihr wollt doch eure Gäste nicht. Seid ihr gekommen? Kirit und ich haben mit nichts als zerbrochenen Seelensteinen und Ersatzteilen ein Planetarium der Dwemer wieder zusammengesetzt. Und jetzt schaut mich an. Ich sitze grübelnd über einer Lampe. Aber keine Sorge, wir sind dicht dran, dieses Ding fertigzustellen. Ich weiß es. Ah, ihr seid zurückgekehrt. Ausgezeichnet. Reino und ich haben eine passable Fassung für die Lampe zusammengeschraubt. Alles, was wir jetzt noch brauchen, sind die Komponenten, zu deren Beschaffung ich euch ausgesandt hatte. Hattet ihr Erfolg? Wundervoll. Ich bin zuversichtlich, dass diese Lampe exakt die Spezifikationen der anderen aufweisen wird, die entfernt wurden. Solange Reino sich nicht irgendwo verrechnet hat. Wäre das dann also die Zeit, um die Weitführ über unseren, oder genauer gesagt meinen, Erfolg in Kenntnis zu setzen? Ausgezeichnet, ausgezeichnet! Ihr müsst natürlich nicht hierher zurück. Kirit sollte gleich wieder da sein. Ich schicke sie dann los und lasse sie die fertige Lampe rüber ins Lokutorium bringen, sobald sie bereit ist. Bis bald, Helfer! Thank you.
wird nicht sehen, dass ich beschäftigt bin. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Natürlich nicht um euch. Diese Apostel haben mich umkreist wie die Klippenläufer. Zweifelsohne auf der Jagd nach einem Autogramm. Wie ermüdend. Ich vermute, ihr wart erfolgreich darin, etwas über diese Lichter und wie man ein neues baut, herauszufinden. Gut gemacht. Ich nehme an, ihr habt die besondere Eigenschaft dieser Lampen entdeckt. Warum setzt mein guter Freund Seal so viel daran, ihnen aus dem Weg zu gehen? Unsichtbares Licht? Faszinierend. Vielleicht, um den Faktoten beim Navigieren zu helfen? Ah, sei's drum. Weitere Nachforschungen müssen warten. Nun ist die Zeit für Taten. Ich werde eine Versammlung des Kongresses verlangen. Platziert eure Lampe auf dem Balkon droben. Kehrt danach zu mir zurück. Sagtet ihr etwas davon, die Lampe auf den Balkon zu stellen? Wir haben da ein Problem. Reinor und dieser nervige Hochelf haben eure Lampe fertig. Aber es gibt ein Problem. Auf dem Weg hierher habe ich zufällig einen Gehilfen etwas darüber sagen hören, dass Sotasil irgendwelche neuen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat. Anscheinend wird der Balkon jetzt schwer bewacht. Sieht wohl so aus. Es sei denn, ihr wollt Blut an den Händen. Doch das könnte die Sache mit unserer Bürgschaft ein klitzekleines bisschen verkomplizieren, ja? Seid einfach nur schnell und leise. Wie ich. Ihr schafft das schon. Yeah!
habe Sotasil davon überzeugt, dass der Kongress noch einen weiteren Vortrag über die Heiligkeit von Uhrwerkautomaten braucht. Er hat sofort zugestimmt. Er schien sogar regelrecht trunken vor Begeisterung. Das war verstörend. Ist alles bereit? Gut. Sils Vortrag sollte jeden Augenblick beginnen. Steht bereit, um die Lampe zu aktivieren. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass etwas geschehen wird, aber die Einzelheiten entziehen sich meiner Kenntnis. Ich schätze, so fühlt sich wohl Ungewissheit an. Was für ein ungewöhnlicher Wechsel im Tempo. Großzügigkeit hat Grenzen. Wisse dies, jeder Diener des Gottes der Uhrwerke, der an Faktoten herumwerkelt, wird streng bestraft werden. An diesem Ort formt, erbaut und kontrolliert mein Wort. Meine Autorität ist absolut. Haltet euch an eure bescheideneren Experimente. Strebt nach Entdeckungen außerhalb oder innerhalb der Mauern eurer Klöster. So lautet der Wille Seths, der stets gespannten Antriebsfeder. Nun, gibt es irgendwelche Fragen? Diesen Betrüger! Ich habe keine Zeit, das zu besprechen, Varuni. Ob nun gewollt oder nicht, Fürst See dient nicht länger der Stadt der Uhrwerke, wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Gaskone, wo wollt ihr hin? Wenn das nach außen dringt, wir müssen eine Verlautbarung machen oder wenigstens den Kongress zu einer Notsitzung einberufen. Ich habe mich um Dringendes zu kümmern. Verlautbart, was immer ihr auch wollt. Ich bin bald zurück. Was denkt sich Gaskone nur? Ganz ehrlich. Na, das war erhellend. Der bloße Gedanke, dass ich die ganze Zeit über mit Sotasils Schatten geredet habe, er wirkte so lebensecht, weitaus höher entwickelt als mein eigener, wie ich leider sagen muss. Faszinierend. Es ist wirklich zu schade, dass wir alle bald tot sein werden. Ich will euch ja nicht grundlos alarmieren, aber ich möchte ganz offen sein. Falls ein Betrüger auf dem ausgerichteten Thron sitzt und dieser lernt, über die Macht dieses Ortes zu gebieten, folgt darauf zwingend eine Katastrophe. Mag sein, dass wir noch einen Weg finden, um dieses Desaster abzuwenden, aber die Chancen stehen schlecht. Bleibt bei Varuni. Wenn Sotasil als Betrüger enttarnt ist, wird im Kongress schnell ein Tumult entstehen. In einem solchen Chaos steigen finstere Wahrheiten immer an die Oberfläche. Betet darum, dass sie es rasch tun.
Ich habe noch andere Erkundigungen einzuholen. Bleibt wachsam. Wir sehen uns bald wieder. Mein geliebter Fürst, seht, was ist euch zugestoßen? Ich fasse es kaum, was wir da gerade mit angesehen haben. Wie konnte das geschehen? Wie konnte sich ein Schatten als Fürst Seth ausgeben? Der Vater der Mysterien würde so etwas nie zulassen. Es muss eine andere Erklärung geben. Für, natürlich, stets ganz der Bilderstürmer. Ich wette, er lacht uns gerade keckernd aus. Sei's drum. Ich weiß eure Gewissenhaftigkeit zu schätzen. Das war eine durch und durch verstörende Tortur. Aber wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen den echten Fürst Seth finden. Ja, er hat sich merkwürdig verhalten, nicht? Er hat sich nie ganz mit Fürst Seths Herrschaft abgefunden. Jetzt hat er endlich einen Vorwand, um die Zügel an sich zu reißen, und er kriecht davon wie ein angeschlagener Messingbasilisk. Komisch. Sehr komisch. Der wahre Fürst Seth wird uns irgendwann helfen. Ich weiß es. In der Zwischenzeit müssen wir uns auf uns selbst verlassen. Vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Es scheint, als ob wir noch einiges vor uns haben, bis das hier überstanden ist. Ein klassischer Gaskone. In seine Gemächer zu fliehen, wenn es schlecht läuft. Ich bin sicher, dass die Neuigkeit über Fürst Seths Zustand bereits auf der Straße die Runde macht. Wir müssen uns sputen, wenn wir eine Panik verhindern wollen. Versucht, mit Gaskone zu sprechen. Es kümmert ihn offensichtlich nicht, was ich zu sagen habe, aber vielleicht hört er auf einen Exodromalen. Ihr bleibt ein Kuriosum, wisst ihr? Nichts für ungut. Wir können den Kongress nicht ohne den Kanzler einberufen. Schaut euch seine Wohnung im Westflügel der Basilika an. Er versteckt sich manchmal dort, um sein angeknackstes Ego zu pflegen oder passiv-aggressive Memoranden zu verfassen. Ich werde versuchen, die Nerven der Apostel etwas zu beruhigen. Ehrlich gesagt, müssten meine Nerven auch mal beruhigt werden. Lasst Gaskone sich nicht aus dieser Sache herauswinden. Er hat Pflichten und Verantwortung. So wie ich. Was? Ja, mir geht es gut. Ich finde bloß, das ergibt keinen Sinn. Ich verstehe nicht, wie ein Schattenfürst Seths Platz einnehmen konnte. Vielleicht ist das eine Art Prüfung? Aber warum sollte man uns testen? Die Uhrwerkapostel sind nicht vom rechten Pfad abgewichen. Wir bauen und beten und experimentieren genau so, wie es die Heiligen Schriften vorschreiben. Kompromittiert? Bei euch klingt das, als litte Fürst Seth an irgendeinem Defekt, wie einem zusammengequetschten Rohr oder einem verschlissenen Bolzen oder sowas. Wir reden über ein göttliches Wesen. Götter können nicht kompromittiert werden. Sie existieren ohne Makel. Oder? Wisst ihr, wie es in den Predigten heißt? Komplexität täuscht über die Wahrheit hinweg. Die Welt beruht auf simplen Prinzipien. Seht ist die Wahrheit und das Licht. Wer das Einfache begreift, begreift auch das Obskure. Ich weiß eure Offenheit wirklich zu schätzen. Machen wir damit doch später weiter. Wo habt ihr ihn versteckt, ihr Wurm?
sagt ihr ja. Die Faktoten berichteten von einer ungewöhnlichen Energiesignatur in Gascones Wohnung. Ist euch da drinnen etwas aufgefallen? Das klingt nach einem Nocturnal-Sperling. Beim Getriebe. Wie ist dieses Ding nur an unseren Sicherheitsspulen vorbeigekommen? Ist Gascone... Das ist ganz schön verdächtig, oder? Ein unerwarteter Aufbruch mit anschließendem Daedra-Angriff. Ihr habt recht. Ich bin mir bewusst, dass Gascone ein eingebildeter Faulpelz ist, aber sich mit den Daedra einzulassen... Ich bete, dass das nicht wahr ist. Wir müssen herausfinden, worauf es diese Daedra abgesehen hatte. Aufseherin Luciana könnte vielleicht eine Suche organisieren. Sie ist gerade aufgebrochen, um die Menge zu zerstreuen. Ich hoffe, ihr schnappt Gascone bald. Wir müssen wissen, was er weiß. Auf der Stelle. Vögel? Nicht, dass ich wüsste. Er könnte an irgendeiner Art vogelähnlichem Automaten tüfteln, aber er spricht mit mir kaum über derlei Dinge. Warum fragt ihr? Wartet. Federn? Von einem lebendigen Vogel? Das ist beispiellos. Soweit ich weiß, hat kein lebendiger Vogel je eine Schwinge in die Stadt der Uhrwerke gestreckt. Und selbst wenn es einer getan hat, hat er hier nicht lange durchgehalten. Hier kriechen nicht gerade viele Würmer herum. Sie fressen doch Würmer, stimmt's? Faszinierend. Ich wollte schon immer mal einen sehen. Unter etwas besseren Umständen natürlich. Ich werde unsere Naturkundler verständigen, sobald wir diese Situation mit Gascone geklärt haben. Ich fürchte nicht. Gascone behält für sich, was er außerhalb der Basilika treibt. Letzten Monat verbrachte er ein paar Tage draußen im Radius, aber das ist kaum etwas Ungewöhnliches. Apostel forschen ständig auch vor den Toren der Feste. Meistens Mathematik, prädiktive Theorie, sphärische Geometrie, wohlgeformte Enumerationen, solche Sachen eben. Er hat gerade eine Dissertation über transdimensionale Berechnungsverfahren veröffentlicht, mit Abhandlungen darüber, wie sich Zahlen bei Reisen zwischen den Ebenen verändern. Beeindruckende Arbeit. Die Genauigkeit seiner Berechnungen ist unglaublich. Es ist beinahe, als ob er Zugang zu einem Ebenenriss hätte. Oh nein. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Nicht, solange wir noch keine Beweise haben. Ich wusste, das geht nicht gut aus. Ich bin nicht hier, um über Fürst Seths Verbleib zu spekulieren. Ich bin hier, um den Platz zu räumen. Ihr wisst es nicht, oder? Ich wusste es. Das ist eine Katastrophe. Wer der Panik frönen will, tut das bitte zu Hause. Nicht auf einem öffentlichen Platz. Geht oder werdet gegangen. Setzt sie in Bewegung. Ihr habt die Dame gehört. Geht nach Hause zurück. Falls ihr nach Fürst Seth sucht, ich weiß nicht, wo er ist. Doch ich werde es herausfinden. Verlasst euch drauf. Gascone? Was hat er jetzt schon wieder gemacht? Ich komme ja mit den Beschwerden über ihn kaum mit. Gut. Vielleicht hat ein Mechanoide ihn gefressen. Irgendwann müssen wir ja auch mal Glück haben. Also ist er doch noch vom Verderbten Möchtegern zum hauptberuflichen Schurken aufgestiegen. Ich bin fast schon erleichtert. Jetzt kann er endlich von uns bekommen, was er verdient hat. Ich vermute, ihr habt eure Bürgin Propst Faroni in Kenntnis gesetzt? Eine stadtweite Suche? Ich kann nicht mal genug Apostel entbehren, um einen Besenschrank zu durchsuchen.
Ich erhalte massenhaft Berichte aus dem Radius. Geschichten über Fanatiker in schwarzen Roben, blasshäutige Dädra, lebende Schatten. Wir könnten es mit einer ausgewachsenen Invasion zu tun haben. Ich habe etwas, das ich entbehren kann. Ich kenne einen Artefaktor, Dalumar. Man muss sich erst an ihn gewöhnen, aber ihr werdet keinen besseren Tüftler finden. Er kann euch helfen, Gascone zu finden. Garantiert. Geht und sprecht mit ihm. Er hat seine Werkstatt bei den Behausungen aufgeschlagen. In Schlackenstadt. Ich wusste, dass dieses verschlackte Stück Dreck Gascone sich irgendwann gegen uns wenden würde. Wir hätten uns schon vor Jahrzehnten hierum kümmern sollen. Ich glaube, wir sollten ihn vernichten. Und sei es nur, um die Leute davon zu überzeugen, dass man ihn vernichten kann. Ich erhalte bereits Berichte von Bürgern, die überzeugt sind, dass ihr Nachbar oder ihr Freund in Wahrheit ein Schatten ist. Wenn das noch ein paar Wochen so weitergeht, das wird nicht gut ausgehen. Ich bin bereit, damit zu leben. Ich habe einen Eid geschworen, die Stadt der Uhrwerke und ihre Einwohner zu beschützen. Wenn Opfer zu erbringen sind, sollten wir alle darauf vorbereitet sein, selbst das Opfer zu werden. Das schließt Fürst Seth ein. Ihr dürft fragen. Ich habe eine Kurbel zwischen den Schulterblättern. Jeden Morgen vor dem Frühstück zieht mich einer meiner Helfer auf. Das war ein Witz. Auf die gleiche Weise wie jeder andere Uhrwerkautomat. Eine Kombination aus Ingenieurskunst und Hexerei, die zu erklären Jahrhunderte dauern würde. Die Maschinerie hält mich am Leben. Ich weiß, dass sie verstörend anzuschauen ist. Aber es hat ja auch nie jemand behauptet, das Leben in der Stadt der Uhrwerke wäre gerecht. Genau wie ihr, würde ich wetten. Durch eine Mischung aus Heldentum und Zufall. Ich diente Rehman Syrodil während der Bedrängnis durch die Akaviri und der Annexion von Walenwald als Kampfmagierin. Ja, ich bin mir immer noch nicht so sicher, was sich dazu getragen hat. Während des Walenwald-Feldzugs kreuzte ich die Stäbe mit einem Spruchfresser von den Waldelfen namens Seledith. Er war verflucht mächtig, drahtig, flink wie eine Skeva-Falle. Ich erinnere mich noch, dass ich seinen Stab mit einer herbeibeschworenen Klinge spaltete. Möglicherweise. Ich glaube, ich war mitten in einem Translokationsspruch, als mein Schwert den Stab traf. Es gab eine Explosion und ein helles Licht. Als ich aufwachte, lag ich im Radius. Verstümmelt und mit allen Vieren von mir gestreckt. Ja. Seine Faktoten kratzten das, was von mir noch übrig war, vom Boden auf und brachten mich hierher. Er versorgte meine Wunden. Und was er nicht flicken konnte, ersetzte er durch Metall. Ich fragte ihn, warum. Denn eines Tages wirst du ein Licht erstrahlen lassen, sagte er. Und das war's dann. Immer. Hört auf meinen Rat. Falls es uns gelingt, den echten See zu finden, dann erwartet nicht, dass er euch freundlich umarmt. Wir sind in seinen Augen alle nur Zahnräder. Wertvoll. Und vielleicht sogar wunderschön anzuschauen, aber letzten Endes ersetzbar. Entweder man lernt es zu akzeptieren, oder man wird zum Schluss wie Gascone. Ja, verbittert, missmutig, ein potenzieller Verräter und, wenn es nach mir geht, tot. Ihr habt Halleck daran gehindert, das Portal ins Reich des Vergessens zu öffnen. So, so. Nun schau sich euch einer an. Ganz voller fleischiger Teile. Da ist kein bisschen Messing an euch, was? Das geht nicht, das geht so nicht. Ich kann das richten, gar kein Problem. Vielleicht neue Füße? Ihr braucht neue Füße, oder nicht? Eine vermisste Person? Wie mysteriös. Ihr sucht aber nicht zufällig nach Sotasil, oder? Ich höre Gerüchte, wisst ihr? Alle möglichen Gerüchte. Er soll sich in eine Krähe verwandelt haben? Oder war es ein Frosch? Sei es drum.
Luciana hat euch einen Gefallen getan. Ich habe da genau das Richtige. Hoppla! Kühl mal deine Räder, du Schlawiner. Dieser kleine Schrotthaufen sollte reichen. Das ist Schnüffler, der Spürnix. Da läuft er! Ich habe ihm gerade die Beinfedern ersetzt, also sputet euch! Besuch! Pah, wie nutzlos. Was schnüffelt ihr hier mit diesem hässlichen Viech herum? Jonalf und ich haben nichts getan. Kanzler wer? Ach, ihr meint diesen messingärschigen Rumtöner, der hier durchgelaufen kam. Jawohl, den habe ich gesehen. Schleifte seine dämlichen Apostelröcke hinter sich her wie eine gesprungene Radkette. Er schien es auch sehr eilig zu haben. Ziemlich verdächtig, wenn ihr mich fragt. Ja, das Fett verstopft den Mechanoiden die Schnauze. Deshalb bleiben wir hier unten. Wir wollen ja nicht, dass die Konstabler sehen, dass... Sei's drum. Euer Mann war auf dem Weg nach Westen. Hier sollten auch irgendwo ölige Fußabdrücke sein. Folgt diesen Spuren und ihr findet euren Rumtöner.
sich nicht verstecken. Um mich zu töten? Zu spät. Euer Skewa von einem Kanzler kam euch zuvor. Wer seid ihr? Noch einer von Viles kriecherischen Handlangern? Gaskone ist fort. Nun lasst mich in Frieden zu meiner Herrin zurückkehren. Im Westen, an der Ventralstation. Er mag mich getötet haben, aber lange wird er nicht durchhalten. Er hat sein Schicksal in dem Moment besiegelt, als er uns verraten hat. Es gibt einen Bund zwischen Gaskone, Clavicus Vile und meiner Herrin. Doch er hat ihn gebrochen. Jetzt wird er in seinem eigenen Blut ersaufen. Meisterin der Nacht, ich komme. Gaskone hat geschworen, uns ein Artefakt von großer Macht zu bringen. Nun ist das Artefakt verschwunden. Aber keine Sorge. Meine Herrin wird die Wahrheit schon bald aus ihm herauspressen. Die flüsternden Schatten werden sich dieses Artefakt holen. Und ihr werdet alle sterben. Taub von euren eigenen Schreien. Ihr habt wirklich keine Ahnung, oder? Dätrische Kräfte sammeln sich in allen finsteren Ecken. Sie lauern hinter jedem Baum und unter jedem Stein. Wir verbreiten uns wie eine Seuche. Mit jeder Stunde beanspruchen wir mehr Seelen und ein größeres Gebiet. Sotasils kostbare Stadt wird durch unsere Hand sterben. Ja, Scarfin und andere. Sie haben ihren Zweck erfüllt und doch bleiben sie zurück. Sie durchkreuzen die Pläne meiner Herrin und bieten dieser Kröte Gaskone auch noch eine sichere Zuflucht. Ich sage kein Wort mehr.
Fahrscheibe 0 Eindringlinge hin.
ist da draußen? Hinfort, wer immer ihr auch seid. Ich habe die Tür verrammelt und sie wird auch so lange wie nötig verrammelt bleiben. Fragen? Ihr meint, dass ich töricht genug bin, euch hereinzulassen? Nein, diese Tür bleibt geschlossen. Ich brauche etwas Zeit, um darüber nachzudenken, um die Sache gerade zu biegen. Ganz einfach. Und nun lasst mich in Frieden. Mit wem ich mich austausche, geht euch nicht das Geringste an. Ihr seid genau wie Varuni. So aufrichtig, so naiv. Wenn ihr euer Leben liebt, verschwindet ihr von hier. Sofort!
Yeah!